Hast du eben gesagt, Frank, Chan und Hans und so wurden Hops Also genommen? umziehen? Was? Mit wem redest du denn? Ja, die drei sind hops genommen, hässlich, ja. Ja, dann lass sie doch rausholen. Weißt du, wie lange die kriegen? Ja, wir müssen erst mal gucken. Ja, es ist circa 10 Minuten wo schon her. Wir ziehen uns jetzt gerade wieder normale Kleidung an. Wir haben und gucken jetzt erstmal hinten beim Dino, ne? Ob da irgendwie noch was ist. Ja. Ey, bist du frei? Oh, Schuh, Ja, hi. hallo. Was geht? Ja, was geht bei dir? Wie lange bist du jetzt wach? Heute insgesamt? Keine Ja, Ahnung. jetzt gerade. Hast du alles mitbekommen? Ja, soweit, ja. Also Wartenkammer, die Jungs wurden hochgenommen. Alle. Ja, ich weiß von Frank, ich weiß von Chan, ich weiß von Sky, ich weiß von... Ach, keine Ahnung, wen noch. Ja, Mitch ist wohl am Wegkommen, keine Mir Ahnung. ist klar, dass wir was machen müssen, ne? Ich lasse das nicht auf mich sitzen. Was willst du jetzt machen? Headfirst da irgendwie reinrennen oder was? Nein. Warum? Ist doch dumm. Wir packen uns einen Korb und dann werden wir richtig auf Asi Sweeney terrorisieren. Sweeney ist nämlich eine kleine hinterhältige Missgeburt. Er macht Pläne, die er nicht einhält. Er macht Versprechen, die er nicht einhält. Er fickt uns jedes Mal, indem wir ihm vertrauen. Ich weiß auch nicht, warum die dummen Jungs manchmal so dumm sind und die Typen vertrauen. Hey, Ja, nice. was geht? Sitz im Ja, Bau? mit Frank und Hans, Sky ist im Krankenhaus. Sag ihm, der Anwalt Warte, ja, ist hat doch, da Lust ist auf unterwegs, dich. Hakim, jetzt halt's Maul. Bist mit wem bist du im Auto? Ich Mit bin Hakim ich bin und? im kein Auto, ich stehe am Cage, er labert mich voll. Ich Ja, hab. sag Hakim und ihr beide, ruft Mitch an, er weiß, was zu tun ist. Und ich meine das wirklich ernst, was ich Mitch gesagt habe. Also, ich hab jetzt gedacht, ich hole euch raus. Nee, könnt ihr nicht. Wir sitzen alle im Knast, schon außer Sky. Der sitzt im Krankenhaus, da kümmert sich Ja, andersrum. dann nehme ich mir zwei Cops. Ich werde Sweeney anrufen. Mit Stimme am, wie nennt Nein, man ihr das? nehmt zwei Cops Telefonzelle. und klatscht die um. Wir haben gesagt, wir haben Geiseln, habt ihr nicht interessiert? Hat sie nicht interessiert? Ja, er meinte, nein, habt ihr nicht. Dann holen wir uns jetzt welche und dann klatscht die einfach um. Umklatschen, Digga. Ich schlitze sie Ja, auf. sag Dings. Ich schlitze sie Ja, auf. dann, ja, macht es. Mach ich auch. Hau rein. Sag Hakim Bescheid und. Ja. Jo, was geht ab? Es geht. Was macht ihr? Nix, wieso? Bei euch sind alle Handys aus, außer deins. Ja, die sitzen alle. Bin ich alle Knast drinne? Okay. Sonst gar keiner da, nur du oder was? Ich, zwei, drei andere Jungs. Wer noch? Weiß ich gerade nicht. Irgendeiner, der was zu melden hat? Nö, warum? Ja, wegen Ticker. Ja, ist das euer? Ne, ist eurer. Aber ich erreiche Sky und Coco nicht. Und normalerweise war die Ansage, wenn Sky und Coco nicht da sind, kann ich reinticken. Mach. Ja, deswegen, aber ich kläre das trotzdem ab, Diggi. Ja, nein, Verstehst ich du? sag nur, von mir aus so, ja. Wenn alle im Okay. Knast sitzen, können wir nichts machen. Ja, das ist aber trotzdem, weißt du, das hat was mit Respekt zu tun. Normal, alles klar. Okay, alles klar, weiß Hau ich rein. Bescheid. Peace. Wo kommen wir jetzt an den Kopf ran? 23:08 Uhr. Hey. Glaube ich nicht mehr. Ich will einen verfickten Korb haben, Digga. Ich sag's dir. Das ist meine Tagesaufgabe. Letztes Ziel, was ich habe. Ist da nur einer drin, ne? Ne, zwei, drei, acht. Junge, wie fahren die? Bleiben die da mitten stehen? Ja, an Ortega hat Kopfschmerzen. Ja. Was mit ihm? Okay, jetzt, Digga, jetzt ist perfekter Zeitpunkt. Ey, du! Kennen Sie den Herrn? Fick dich, Digga, sag Sweeney, er ist ein Hund! 10 Leute vom Bit! Weg! Fahr, fahr, fahr! Fahr! Ah. Und Hände hoch, Fahr! fordert beide die Hände hoch. Der nächste Schuss ist scharf. Ich hab doch gar nichts gemacht, Sammy. Ja. Was habt ihr gemacht? Vom PD stand ein SUV. Ich bin abgestiegen, ich habe die Leute abgestochen. Und ich meinte, Saxvini ist eine Missgeburt. Oh.
Oh nein, ich liebe dich, Bruder. Und es war wahrscheinlich noch Decker. Alter. Ja, das kann sein, der hatte blonde Haare. Na gut, ich meine, das war bestimmt Decker. Ich habe ihn angestochen, er holt einen Taser raus, Digga. Alles gut. Okay, peace. Na, warte, ich werde noch was machen. Das Messer, was ich habe, da klebt schön Kopfblut dran. Ich packe das in eine Tasche. Ich werde Sweeney sagen, er soll die Tasche abholen. Da ist eine Überraschung für ihn drin. Ja, Ehre, mach das. Normal, hau rein. Okay, peace. Ciao. Hast du eine Tasche um? Nee, ne? Nee, aber ich habe eine mit. Ich gebe dir mal eine Tasche. Ich pack die mal ins Handschuhfach. Da sind zwei Sachen drin, die krieg ich gleich. Wir machen gleich was Lustiges. Guck dir mal den Notizblock an und sag mal, ob dir das Angst machen würde oder nicht. Ob du das ernst nehmen würdest oder nicht. Oder nicht? Okay. Ich habe gerade zwei seiner Kollegen abgestochen. Und die haben Taser gezogen und auf uns getasert, aber die haben mich nicht getroffen. So. Telefonzelle ist am Startpark, ja? Kennst du sonst noch eine? Was kenne ich? Telefonzellen. Ja, hier sind überall welche. Also hier alleine haben wir schon auf der Straße 6 Stück mindestens. Wo denn? Wie geht's weiter? 6-8. 6-5-6-9-6-8. Ja? Hey Sweeney, hör mal zu. Du holst gleich was ab. Du hast mitbekommen. Dein Kollege wurde abgestochen, ne? Kleinen Moment, ich muss kurz aus dem Funk raus. Ich stehe gerade nichts und sie stehen an der Telefonzelle. Sie müssen lauter mit mir reden. Sweeney! Jetzt bitte. Ja. Du weißt. Du hast Scheiße gebaut. Ja. Wir hören uns gleich wieder. Ja. Wir fahren runter zur Grove-Tankstelle, da soll er eine Tasche abholen, die ich dir gegeben habe. Mhm. Platzier die mal im Laden. Obwohl, das sind Kameras, ja? Ja. Naja, außerhalb. Das macht nichts, ich kann mich maskieren. Na, okay, denn das. Jetzt platzieren wir die Tasche und dann rufen wir an. Okay. Ist hier auch eine Telefonzelle? Warte mal, noch nicht aussteigen. Kann man die denn hinstellen? Pack die einfach in die Ecke da bei den Regalen. Ja, ansonsten würde ich sie hinten ins Lager bringen. Ja, oder so, da hinten durch, ne? Ja, in den Raum hinten. Okay, gut, das war eine Telefonzelle hier irgendwo. Wo? 5-5-5-6-5-6-5-6-5. Was? 6-8. 6-5-6? 6-5-6. Ja. Ja. Warte mal. 5-5-5 hast du? 6-5? Ja. Ja. 6-9-6-8. Hä? 6-5-6. 9-9-6-8. 6-8. Sweeney, ich hab deinen Kollegen abgestochen. Ich hab den Geschenk hinterlassen an der Grove-Tankstelle. In der Ecke. Tschüss, hol's dir ab. Ist wichtig. Abfahrt. Welche Brücke denn mal? Da, fährt hin. Ich hab ihn gesehen. Ja. Oh, Tigger, ich kann grad nicht. Habt ihr denn wenigstens, was wir brauchen? Ja, wir haben die gefickt. Ich hab ihn abgestochen, ich hab Sweeney in der SMS hinterlassen.